Guten Morgen, es ist mittlerweile 8.27 Uhr. Heute ist Sonntag, der 9. Februar. Wir sind gestern von Berlin aus nach München zuerst gefahren und dann sind wir noch weitergefahren nach Österreich. Und jetzt sind wir hier und es liegt leider jetzt nicht so viel Schnee, zumindest im Tal. Aber auf dem Berg nachher sieht es, glaube ich, ganz anders aus. Mein Papa und ich sind hergekommen, um hier Ski zu fahren. Und ich freue mich sehr. Ich glaube, Skifahren ist mein Lieblingssport, aber ich mache es halt nur einmal im Jahr, weil ich nirgendwo lebe, wo es so Berge gibt oder wo Schnee fällt. Ich freue mich sehr auf die Woche und ich glaube, wir gehen jetzt erstmal gleich frühstücken und mal sehen, wie es wird. Es ist unser erster Tag hier und ich weiß gar nicht, wie das wird. Schon angezogen bei der schicken Skihose. Es ist was richtig Dummes passiert. Als ich zu Hause darüber nachgedacht habe, was ich so mitnehmen will, habe ich natürlich auch meine GoPro aufgeschrieben. Ich habe sie auch mitgenommen und dann habe ich aber das Ladekabel nicht gefunden. Ich habe natürlich auch nicht geprüft, ob die noch aufgeladen ist oder so. Ist einfach eingesteckt. Dann habe ich halt so ein anderes Ladekabel mitgenommen, weil ich irgendwie dachte, ich hätte das letztes Jahr benutzt. Und dann jetzt gerade ist so kurz vor 9 und wir wollen halt so langsam los. Ich putze Zähne, hole sie meine GoPro schon mal raus, um die dann so einzupacken. Schalte sie so an und sie so, fuck, sie geht nicht anzuschalten. Toll, jetzt ist der Akku alle. Dann dachte ich, naja, ich habe das Ladekabel mit, lade ich jetzt nochmal schnell 10 Minuten auf. Und dann passt dieses Kabel nicht und ich war so, oh shit. Und dann war ich mega am Struggle und jetzt habe ich herausgefunden, dass mein Handy-Ladekabel passt. Und jetzt versuche ich das noch so ein paar Prozent aufzuladen, damit ich ein bisschen was filmen kann, weil ich kann halt nicht die Kamera mitnehmen auf die Piste und ich gucke dann noch, ob ich meine Powerbank mitnehmen kann, um dann die GoPro noch weiter auf dem Weg aufzuladen. Ich hoffe, meine Powerbank ist aufgeladen. Ich bin wie immer sehr gut vorbereitet. Lampe, Mond. Wir sind jetzt gerade draußen, haben die letzten paar Stunden ein bisschen gechillt, entspannt und jetzt sind wir auf dem Weg, Abendbrot zu essen. Es ist schon kurz nach 8, ist ein bisschen spät. Wir sind halt erst 17 Uhr wiedergekommen vom Skifahren, deswegen haben wir jetzt erstmal gechillt und jetzt gehen wir Abendbrot essen. Hier die alleine. Ich bin schon im Bett. Ich bin ein bisschen im Food-Koma seit vorhin. Wir waren ja essen und ich hatte veganes Chili Sin Carne und es war sehr, sehr, sehr lecker. Ja, der Tag war gut. Ich bin rot geworden von der Kälte, vom Wetter, aber auch von der Sonne. Und es war sehr schön, es war ein sehr schöner erster Skitag. Es hat vorhin schon angefangen zu stürmen. Es ist gerade so ein riesengroßer Sturm von den USA rübergekommen nach Europa. Und es ist in Deutschland ganz doll. Aber hier nach Österreich kommen nur so die Ausläufer davon. Also hier kommt nicht so doller Sturm zum Glück. Aber morgen sind wahrscheinlich die Lüfte gesperrt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir es heute so gut ausgenutzt haben. Ich freue mich sehr auf den Rest der Woche. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr mir natürlich einen Daumen nach oben geben. Mir schreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt, irgendwelche Fragen, ich bin immer offen dafür oder was auch immer. Und wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, könnt ihr es mir natürlich auch gerne schreiben und meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.